Unity. Der Inhalt dieses Spiels ist rein fiktional. Photosensitive Anfälle. Epilepsie-Warnung. Dieses Spiel speichert automatisch. Bitte beende das Spiel nicht, während dieses Symbol angezeigt wird. Square Enix. Moin, moin, fahnenflüchtiges Fallobst. Ich grüße dich. Deck 9. Life is strange. Before the storm. So, ich habe heute schon alles ein bisschen eingerichtet. Ein bisschen Audio-Balance durchgeführt, in der Hoffnung, dass das vernünftig funktioniert. Dann würde ich sagen, macht's euch gemütlich, es geht los. Wir starten neu. Episode 1, erwacht. Neustart im derzeitigen Speicherstand. Achtung! Wenn du neu startest, verlierst du deinen gesamten Fortschritt für diese und spätere Episoden. Bist du sicher, dass du die Episode neu starten willst? Jo! Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum aus. Wähle mit Bedacht. Klar, alles bestens hier. Ich hoffe bei dir auch. Mach's dir gemütlich, Herr Fallobst. Unsere Chloe. Noch mit Naturhaarfarbe. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Okay. Me, if she knew I was out here. Da ist sie, die Chloe. Das freut mich, Herr Fallobst. Mach's dir gemütlich. Viel Spaß bei Ziff. Und nebenbei den Papa gucken ist nie verkehrt. Verwende WASD, um dich zu bewegen. Wir benutzen WASD. Ja, was denn? Nope, I don't want to go that way. So, sie ist schon auf Krawall gebürstet, ne? Man merkt es schon. Sie mag nicht das tun, was wir ihr sagen. Ja, also, da zeigt sich schon... Da zeigt sich schon der kleine Rebell. Dann werden wir wahrscheinlich doch hier lang gehen müssen. Lalalala. Hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Ein Glühwürmchen im Po. Hat er nicht gesagt. Zaun. Achtung! Zaun! Achtung! Do not enter! Hazardous conditions exist. No trespassing. Private property. Nähere dich dem Zaun, halte gedrückt und drücke, um rüber zu springen. Und. Yes! Wow, sie ist echt eine Rebellin. Holy shit! Sie zeigt dem bösen Betreten-Verboten-Schild den Stinkefinger. Yes! This place is awesome. Okay. If I'm gonna get inside, I'll... Ich denke mal, es ist sinnvoll zu sagen, wir aktivieren Untertitel. Ne? Machen wir mal. Have to get through that door. Wenn ich da rein will, muss ich durch diese Tür. Will ich denn durch diese Tür? Halte Shift gedrückt, um dich schnell zu bewegen.
Erstmal gucken wir uns hier an. Mein Gott, ihr packt ja wie die letzten Henker hier. Meine Herren, ey. Maschinen. Ansehen. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. Warum ist der Sound noch so hoch? Ich hab den doch schon runtergedreht. Ach, die Stimme ist wieder so hochgejuckelt. Warum ist die Stimme wieder so hoch? So. That saw looks ancient. Oh ja. I wonder how long ago the mill actually closed. Viel, viel besser. Papierschnipsel. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. 3.5. Chua vs. Goldie 3:1. Einsatz 1000, Verlust 1000. Damon Merrick. Das ist schlecht. Ein Streit. Those guys need to get a room. Or not. Damn. Mind your own business. Kann man das erkennen, was für ein Kennzeichen ist hier? T.Y. Durden? Ty Durden? Nachdenken brauchen wir erstmal nicht, ne? Was haben wir denn hier? This RV is just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Das ist ja nicht doof, ja. Nee, BRKBD, da steht's wieder. Breaking Bad. Das ist wieder die kleine Hommage von dieser Art von Wohnmobil an Breaking Bad. Die Geschichte von Heisenberg und Jesse Pinkman. Ah, perfect place for me to work. Na denn? Now what to draw? Ja. Kein Messlabor oder gratis Süßigkeiten. Ach, ich würde mal sagen, ja. Quietsch, 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 quietsch. Definitely, absolutely not a meth lab. I'm sorry, officer. It says what on the side of my RV? Ja, sie ist schon, ja. Irgendwas forever? Ein Hundezwinger. This place has collected a lot of junk over the years. Ich hoffe, die meinen mit dem Junk den Hundezwinger und nicht den Hund da drin. A second door inside? So close and yet so far. Okay. This band shreds so hard. Gotta get inside. I'd join a motorcycle gang if I had any friends. Nothing says badass like a nice floral print. Ja, neuer Dialog freigeschaltet. Hey Türsteher. I've got to figure out how to get past this guy. Help you, miss? You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid. But you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Some say the world will end in fire. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell.
An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Yeah. What can I make? Nothing says badass like a nice floral print. Das hatten wir ja schon. Okay. I'd join a motorcycle gang if I had any friends. Neuer Dialog freigeschaltet. God, again? What do you want, kid? Is that your bike over there? Yup. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? Du hast eine Widerworte-Herausforderung begonnen. Oha. I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Ich muss diesen Türstopper überzeugen, dass ich nicht aufgebe, bis er mich reinlässt. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Achte auf eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Ich dachte, das hätten wir diskutiert. Deine Schlafenszeit steht doch schon an, oder? I don't sleep. It's for the weak. Real cute. But I still don't know. Achte wieder auf die Worte deines Gegenspielers. Echt niedlich. Ich weiß trotzdem nicht, wer du bist. Come on! What could it hurt? Kid, you're not listening. Beat it. I am not a damn kid. Other things I'm not. Young lady, kiddo, chica, sweet cakes. A girl like you? I can't protect you in there. A girl like you, with pretty, pretty flowers on her bicycle, shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan... Look, my boss decides who gets in, all right? Bosses suck. Screw the man and fuck the rules, dude. Okay, you're funny, but that's not the point. Knock, knock. Who's there? It's me, your balls. Stop being a scared little douchebag and let this totally cool chick inside already. You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're all right, kid. Ach, herrlich. Go on in. Ach, okay, so geht das also. Man muss den Gegner überzeugen, alles klar. Okay. Die Widerworte-Challenge Nummer 1 bestanden. Sehr schön. This is intense! Shit! Hey, Delia! Come! Delia. Good dog. Scream, don't touch my soul with dirty hands. Question everything. Why? Schön. Schön.
Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. That dog is fierce. Hör mal, wir streicheln ihn trotzdem. Delia. She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. Sober up, girl. You're missing the show. Damon Merrick again? Who is this guy? Don't mess with Damon Merrick. Who's that guy? Yeah, no shit. This car could slide down any minute. Okay. Looks like that parking brake is the only thing keeping that car from rolling down the ramp. Damit schon ziemlich klar, was wir hier machen müssen, oder? Hey, T-Shirt-Verkäufer. That shirt is rad. Firewalk. Gib mir eins. Hey. 20 bucks, baby. 20 bucks? That's robbery. And don't call me baby. Fine. 20 bucks, thief. That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. No. No, 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 no. Look, we have to set this up exactly... That guy's a dick. All right, I'd love to see his car roll right out from under him. If you don't have 20 bucks, beat it. Still a dick. Dann lösen wir mal die Handbremse. Releasing that brake would roll the car right out from under that tool. Echt? Do I want a Firewalk shirt that bad? Natürlich will ich das Firewalk shirt. Natürlich will ich das. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. Oh, shit! No, 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 no! Come on! Thanks for playing, Dick. Loxley. Oh, yeah. Yeah. Sweet victory. Was haben wir denn da? That's like 200 bucks. Nein. Hey, ich bin Chloe. Ich darf das. Holy shit, I'm rich. Yes. Kennzeichen Loxley. Hm, interessant. Loxley. Kevin Loxley. Nee, wie ist er noch? Weiß ich gerade nicht. War das Loxley? War das nicht einer von Arthurs Tafelrunde? Was haben wir denn hier? Sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. Typen. Sketch Central. Typen. Typen. Da sind Typen. Relaxtes Mädchen. Hey. How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? Ja, echt. Reminds me of the way I make important life choices. No thanks. I try to avoid hepatitis when I can. Ja, besser ist das. Classy. Okay. Ja, classy. Ja, kann man so sagen, ne? Ach, der Frank. Der Frank. Frank Bowers? What is he doing here? Na, fragen wir doch mal. Yo! Frank! Yo, Frank! Hey! Hey, what's up? Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup. Studs. You're trying too hard.